einschlafen. Unser heutiger Junggeselle, der letztes Jahr den Naomi-Literaturpreis gewonnen hat, ist besonders berühmt für seine sensiblen Love-Stories, seinen klaren und außerordentlich coolen Stil und erfreut sich darüber hinaus bei Frauen und Männern größter Beliebtheit. Begrüßen Sie mit mir Yuki Erin. Mit von den Kandidaten selbst gewählten Kleidern. Lassen wir uns also überraschen. Kandidat 1 ist Kitazawa Yuki. Auf einmal ist es.
schon mal unseren Kandidaten etwas näher vor. Als erstes haben wir da Shindo Shuichi, Sänger und Bandleader von Bad Luck. Als zweites Seguchi Toma, früheres Mitglied bei The Vespa und heutiger Präsident von NG Records. Wir dann noch einen mysteriösen Mann aus New York, Kitazawa Yuki. Sehen, 9, 8,
was die Lateingemeinde Schiffer hat, das war nicht reich. Yeah.
der Werbung vorher. Und wir denken, dass es für das Publikum vielleicht uninteressant wäre, zu viele Lieder nacheinander zu machen. Also, das ist ja praktisch so. Haben wir uns überlegt, dass wir einen Programmpunkt überspringen und direkt zum Shinko Anime gehen, weil das für das Publikum schon interessanter wäre. Und falls ihr ein Programm habt, ist das auch auf der zweiten Seite der Text abgedruckt, falls jemand mitsingen will. Shinkos? Wir sind so wie die und TSK.
mit Lina anzuschnellen, wie ihr durch Applaus lernen könnt. Einmal der Ökosystem-Song von mir selbst gedichtet, die auf der Yukon war, kennt ihr schon. Dann Go von Naruto, Ready Steady Go von La Conciel und Yami de Maxwell von Catching the Sun Rain. Und ich bitte euch halt jetzt, ich spiele jetzt nochmal eine Reihenfolge nach Nenne zu applaudieren. Für welche ihr seid, also Ökosystem-Song. Thank you.
Oh.
weil es hat echt nicht so geklappt, wie es sollte. Dafür machen wir ihn bei der Community nochmal und hoffen, dass dort die Technik etwas besser funktioniert. Und nochmal ein herzliches Dankeschön.